Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Das ist jetzt das vierte Video der Whistleblower-Reihe und jetzt geht's endlich um die Sicht des Unternehmens. Was muss das Unternehmen eigentlich tun zur Umsetzung der EU-Vorgaben? Was sollte es tun? Handle ich jetzt? Handle ich später? Was sind die Fallstricke? Darum soll's in diesem abschließenden Video gehen. Ausgangspunkt für das Unternehmen und die Geschäftsleitung ist das in Deutschland geltende Legalitätsprinzip. Das geltende Recht muss eingehalten werden und dafür muss es eine angemessene Geschäftsorganisation geben, also eine Aufbauorganisation, eine Hierarchie, eine Struktur. Es muss eine Ablauforganisation geben, Prozesse. Es muss klare Verantwortungsbereiche geben und Kompetenzen. Und ja, das gehört dazu, Kontrollen. Ein anderer wichtiger Punkt, den das Unternehmen organisieren muss, ist die personelle Seite. Es muss zuverlässiges, qualifiziertes und geschultes Personal geben. Und die Personalführung ist entscheidend. In Banken kennen wir das Modell der drei Verteidigungslinien. Dort ist die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation die erste Linie der Verteidigung, in der praktisch sichergestellt wird, dass die Sachen korrekt laufen. Es gibt dann spezielle Stellen, Compliance-Stellen, die dauernd gucken und Stichproben nehmen, um sicherzustellen, dass die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation auch schön läuft. Und das alles wird dann durch die Innenrevision geprüft. Wie spielt jetzt Whistleblowing dort hinein? Das Whistleblowing ist im Prinzip so eine Art zweiter Berichtsweg, Kommunikationsweg, gewissermaßen an der geschäftsprozessorientierten Ausrichtung des Unternehmens vorbei. Es wird gewissermaßen eine Möglichkeit gegeben, an vorhandenen Hierarchien, an Kompetenzen, an Berichtswegen vorbei auf Missstände hinzuweisen. Und das ist insbesondere dann relevant, wenn sich Grüppchen gebildet haben, Cliquen gebildet haben, die sich gewissermaßen verschworen haben, mal etwas zu machen, was so eigentlich nicht vorgesehen ist. Um diese Sache zu etablieren, muss der Hinweisgeberschutz durch das Unternehmen kommuniziert werden. Und zwar brauchen wir da Richtlinien und Schulungen. Klar, Ausgangspunkt ist natürlich die wichtige Frage, was ist compliant und was ist nicht compliant? Welches Verhalten wird erwartet, welches ist nicht in Ordnung? Und dann muss man natürlich auch sagen, ja, was ist der Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzsystems? Klar wird man dort Straftaten und schwere Verfehlungen auf jeden Fall zum Gegenstand machen. Und muss sich auch überlegen, gegen wen kann man sich denn beschweren? Ist es wirklich richtig, wenn sich Kollegen über andere Kollegen beschweren? Oder wäre da nicht der Weg zum gemeinsamen Vorgesetzten oder zum Vorgesetzten desjenigen, über den ich mich geärgert habe, richtig? Will ich zulassen, dass Vorgesetzte sich über ihre Mitarbeiter beschweren? Da haben sie ja immerhin eine Führungsverantwortung. Und eine heikle Frage ist auch, ist das interne Hinweisgeberschutzsystem überhaupt der richtige Adressat, um sich zum Beispiel über den Vorstand oder Geschäftsführer zu beschweren? Gut, also das muss im Prinzip in einer Richtlinie dargestellt werden. Und dann brauchen wir schriftliche, arbeitsrechtlich verbindliche Anweisungen. So, und diese Anweisungen, die müssen umfassen, wie würden denn interne Untersuchungen durchgeführt? Hier reicht aus meiner Sicht noch nicht mal eine Arbeitsanweisung, sondern hier brauchen wir Betriebsvereinbarungen oder Dienstvereinbarungen, die die betroffenen Rechte sicherstellen und gleichzeitig verhindern, dass die interne Untersuchung möglicherweise einen Straftäter erst darauf aufmerksam macht, dass man ihm auf die Schliche gekommen ist. Ja, dann geht es natürlich auch um die Einhaltung des Benachteiligungsverbots. Es muss klar und verbindlich arbeitsrechtlich geregelt sein, dass kein Vorgesetzter, Mitarbeiter, die Hinweise gegeben haben, ob nun vertraulich, anonym oder offen, wegen dieser Hinweise benachteiligen darf.
Und wir brauchen die arbeitsrechtlich verbindlichen Anweisungen auch im Sinne einer Nachweisfunktion, nämlich dass die Geschäftsleitung das Hinweisgeberschutzprogramm korrekt implementiert hat. Wenn wir das alles so haben, dann gibt das sowohl dem Hinweisgeber als auch dem Verdächtigen einen Rahmen, mit dem er leben kann. Das gibt dann das sichert die Verhaltenserwartung gegen Enttäuschung ab. Und wichtig an der Stelle ist vor allen Dingen, dass eine einmal zugesagte Vertraulichkeit oder Anonymität auf jeden Fall eingehalten wird. Das ist wichtig für die Akzeptanz des gesamten Hinweisgeberschutzprogramms, weil wir sonst große Ängste bei den potenziellen Hinweisgebern schüren. Neben die Richtlinien und Schulungen muss ein vernünftiges Berichtswesen treten. Das ist wichtig. Wir müssen wissen, ist unser Hinweisgeberschutzsystem wirksam? Das bedeutet natürlich, die Hinweise, die vertraulich reinkommen, müssen dokumentiert werden. Wann sind sie reingekommen? Wer hat es gesehen? Wer konnte darauf zugreifen? Was ist damit passiert? Ja, klar. Und es muss dann natürlich auch aufgezeichnet werden, was hat man daraus gelernt. Aus dieser Dokumentation ist idealerweise eine Regelberichterstattung zu entwickeln, aus denen sich dann der Vorstand oder die Geschäftsleitung über das Funktionieren des Hinweisgebersystems informieren kann, aber natürlich auch, dass die Geschäftsleitung einen Nachweis über die Wirksamkeit des Hinweisgeberschutzsystems hat. Schließlich macht es natürlich auch Sinn, Lessons learned in Schulungen zu verarbeiten. Das größte Risiko für ein Unternehmen in Zukunft ist ein fehlendes oder ein entkoppeltes Hinweisgebersystem bei einer Mitarbeiterstraftat. Was meine ich? Also es ist halt bisher so, dass man nach § 30, 130 OWIG seine Geschäftsorganisation darauf abzustellen hat, dass möglichst keine Verstöße gegen Strafrecht oder Bußgeldvorschriften passieren. Wenn jetzt nach EU-Recht verbindlich und dann auch nach nationalem Umsetzungsrecht verbindlich ein Hinweisgebersystem zu etablieren ist, dann kann es durchaus sein, dass das Fehlen eines Hinweisgeberschutzsystems als Organisationsverschulden gewertet wird. Und das ist ja auch an der Stelle logisch. Wenn ich eine Mitarbeiterstraftat habe, zum Beispiel durch einen gut informierten, einflussreichen Mitarbeiter, vielleicht sogar in vorgesetzten Positionen, dann wird er Möglichkeiten finden, um am Vier-Augen-Prinzip vorbeizuarbeiten. Und er ist vielleicht selber ein Vorgesetzter oder er weiß jedenfalls aus Erfahrung, wo genau kontrolliert wird. Das heißt, er wird auch Kontrollen von Vorgesetzten zur Aufdeckung von Verstößen umgehen können. Ein Hinweisgebersystem, das richtig gestaltet ist, erhöht hier jedenfalls die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Und wenn man das weglässt als Unternehmen, kann das als Organisationsverschulden gesehen werden. Genauso problematisch ist aber natürlich, ein Hinweisgebersystem auf dem Papier einzurichten, mit allen Richtlinien formaler Kommunikation, das aber dann nicht gelebt wird. Das nennt man ein entkoppeltes Hinweisgebersystem, das letztlich, man kann es auch auf Deutsch sagen, Heuchelei ist. Rechtskonformes Verhalten ist uns besonders wichtig, zwinker, zwinker. Und in Wirklichkeit passiert nichts, weil die Erwartung ist, dass das Whistleblower-System nicht genutzt wird. Sowas fliegt spätestens auf, wenn wirklich ein Riesenskandal vertuscht worden ist. Also was soll das Unternehmen jetzt tun? Erstmal sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und das Whistleblower-System vernünftig einführen. Im ersten Schritt müssen die relevanten Vorschriften identifiziert werden, um die es geht. Und die Vorschriften finden sich in drei Ebenen. Das erste ist der Datenschutz. Hier gibt es klare Vorgaben,
der Datenschutzkommission der Länder zur Ausgestaltung von Whistleblower-Systemen. Die muss man kennen, die muss man einhalten. Zweites Themenkomplex ist das Arbeitsrecht. Es hilft uns nichts, wenn wir zwar einen Hinweisgeberkanal einrichten, auf dem dann Hinweise über Fehlverhalten kommen, und wir sind dann aber nicht in der Lage, in einem fairen und transparenten Verfahren zu klären, ob es den Verstoß wirklich gegeben hat oder ob es andere Motivationen gab. Und natürlich hilft es auch nichts, wenn die Ermittlungen, die internen Ermittlungen so dilettantisch durchgeführt werden, dass der Täter letztlich gewarnt wird und Möglichkeiten findet, Beweise vielleicht sogar beiseite zu schaffen oder zu vernichten. Und die dritte Geschichte ist der Hinweisgeberschutz. Das sind die drei wesentlichen Baustellen, auf denen wir arbeiten müssen, wenn wir das Hinweisgebersystem implementieren wollen. Was sind die Risikotreiber? Also wo können die meisten Dinge schiefgehen? Ich glaube, der offensichtlichste Punkt ist, dass ein Hinweisgebersystem an der Stelle benötigt wird, wo wirklich Compliance-Risiken vorhanden sind. Ich brauche nicht mit viel Aufwand Hinweisgeber zu motivieren, auf Missstände aufmerksam zu machen, die es nicht gibt. Die EU-Whistleblower-Richtlinie sieht vor, dass man Verstöße gegen atomare Strahlungsregelungen der EU mit Whistleblower-Systemen behandeln soll. Wenn ich aber ein Kreditinstitut bin, brauche ich mit Sicherheit dieses Thema nicht in den Fokus zu stellen. Dort sind die Marktmissbrauchsregeln oder Geldwäscheprävention die relevanten Punkte. Der wichtigste Risikotreiber aus meiner Sicht ist aber das, was ich als Entkopplung bezeichnen möchte. Also letztlich Heuchelei. Das Whistleblower-System nur scheinbar hinzustellen. Vielleicht eine schlanke technische Lösung, aber sich nicht darum zu kümmern, dass es wirklich benutzt wird. Weil dann ist es ja so, dass das Thema nur scheinbar hilft. Und das erhöht das Risiko, weil es bei Ermittlungsbehörden im Fall eines Falles so aussieht, als hätte man es bewusst vertuschen wollen. Der dritte Risikotreiber ist die Erfahrungen und Fähigkeiten des Whistleblowing-Beauftragten. Also die Person, die letztlich den Kontakt zum Hinweisgeber hat, die muss nicht nur juristisch wissen, was ist strafbar, was sind Verstöße, was sind die Richtlinien und wer macht das dann im Haus, sondern muss integer sein, Vertraulichkeit gewährleisten können, ja, und auch den Whistleblower emotional unterstützen. Und der letzte Punkt, klar, Datenschutzfolgeabschätzung. Machen wir uns klar, diese Whistleblower-Geschichte befasst sich auch mit Straftaten. Und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten mit Strafhintergrund ist verboten, es sei denn, ich habe eine Datenschutzfolgeabschätzung gemacht. So, das waren die Risikotreiber. Wie sieht nun die Strategie aus? Also welche strategischen Entscheidungen muss man sich als Unternehmen stellen? Und das sind im Prinzip zwei Stück. Nämlich die erste ist, setze ich die Whistleblower-Hotline selber um? Das macht man dann, wenn man eine Compliance-Abteilung hat oder eine Rechtsabteilung, die dafür Zeit hat. Oder lagere ich den Betrieb der Whistleblower-Stelle aus? Und die zweite wichtige Frage, die man sich stellt, ist, mache ich das nur oldschool mit Brief, E-Mail und Telefon oder führe ich eine technische Lösung ein? Technische Lösungen sind übrigens mittlerweile gar nicht mehr so teuer. Man kann sie relativ preiswert bekommen. Ja, wie setzt man es konkret um? Da empfehle ich die DIN ISO 37002, die sich genau mit Hinweisgeberschutz befasst und die eine gute Leitlinie bietet, wie man ein solches System implementieren kann. Die Schwachstellen, die potenziellen Schwachstellen, die zu priorisieren sind bei der Umsetzung, sind einerseits die Fehlerkultur, nämlich kann man offen darüber reden, dass jemand etwas falsch gemacht hat? Oder muss es irgendwie geheim gehalten werden? Ist es ein Gesichtsverlust, etwas falsch gemacht zu haben? Und das Zweite ist, dass man
auf jeden Fall rechtssicher und datenschutzkonform interne Ermittlungen durchführen muss. Denn das ist ja klar. Derjenige, der einen Hinweis gibt, der will, dass es ein Follow-up gibt, dass der Sache nachgegangen wird. Und der wird nur zufrieden sein, wenn dieses Follow-up seriös gemacht worden ist. Und auf der anderen Seite ist der Verdächtige, der hat auch ein Recht drauf, dass in einem fairen, neutralen, unabhängigen Verfahren festgestellt wird, und zwar innerhalb kurzer Frist, 3 Monate, festgestellt wird, ob da was dran war oder nicht. Und der Trick bei diesen internen Ermittlungen ist dann auch, nicht durch die internen Ermittlungen so viel Schaden anzurichten, dass man es nachher ohne riesen Gesichtsverlust gar nicht mehr zusammengefaltet bekommen kann. So, und das war's dann aber auch zum Hinweisgeberschutz. In der Tat, das letzte Video, was muss das Unternehmen beachten, war das längste. Aber es ist ja auch wirklich kompliziert, wie man damit umgeht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal. Ich will noch viele weitere Videos zu Compliance-Themen machen. Empfehlt es weiter. Ich würde mich freuen, demnächst wieder euch bei einem Video begrüßen zu können.